Lehrerzentriertheit und Schülerzentriertheit. Reinhard Bayer, ich kenne ihn schon seit einigen Jahren, ist der ehemalige Leiter des Landesinstituts für Schulentwicklung in Baden-Württemberg und bringt jetzt vielleicht auch ein paar erfrischende Gedanken. Baden-Württemberg setzt sich schon sehr lange mit der Digitalisierung auseinander, aber mit wirklich anderen Prämissen, als sie bei uns existieren. Dort ist beispielsweise sehr stark der Fokus auf Systeme, die Open Source basiert sind, wo aufgrund des Datenschutzes und Datenschutzgrundverordnung ganz wenig sich in die Cloud begibt oder wenn dann in den Servern des jeweiligen Landes. Das ist sehr strikt, aber dennoch auch der Versuch, digitale Medien im Unterricht einzusetzen, um Lernprozesse zu steuern. Ja? Und das bedeutet einen gewissen prozessualen Schritt von der Vorbereitung bis sozusagen zur Unterrichtsbegleitung. Und freue mich, Herrn Reinhard Bayer hier eben anmoderieren zu dürfen und bitte um Ihren Input. Ja, vielen Dank, Herr Riepel. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Zwei Dinge wollte ich anmerken, bevor ich die Präsentation starte. Das eine, ich war nicht der Leiter des Instituts, ich war Leiter eines Referats für Schulentwicklung, bin mittlerweile außer Dienst, also im Ruhestand. Und die zweite Anmerkung, ich mache das jetzt von einem Hotelzimmer aus und hoffe, dass alles klappt. Also ich gebe jetzt erstmal meinen Bildschirm frei und Sie sehen hoffentlich die Einstiegsfolie der Präsentation. Gut, ich bekomme einen hochgestreckten Daumen. Gut, danke schön. Dann, wie bekomme ich jetzt? Sie sehen dann vermutlich auch hier den Rand. Jetzt nicht mehr. Okay. So. Den individuellen Lernprozess steuern, wie ein pädagogischer Anspruch mit digitalen Instrumenten unterstützt werden kann, war der Titel meines Vortrags. Und im Zentrum dazu steht natürlich guter Unterricht. Es gibt viele Beeinflussungsgrößen für guten Unterricht und zwei davon habe ich herausgepickt. Das ist einmal die Pädagogik und Didaktik, die sich sowieso mit guten Unterricht beschäftigt, aber dann auch die Digitalisierung, die für den Unterricht zweierlei Bedeutung hat, nämlich die Digitalisierung als Unterrichtsthema, das in einer modernen Welt natürlich nicht vergessen werden darf, aber auch die Digitalisierung als Instrument für den Unterricht. Und Ihr Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Österreich sieht auch den Zusammenhang von Pädagogik und Digitalisierung und sieht die Digitalisierung als Veränderungstreiber für bessere Didaktik. Ich möchte in meinem Vortrag den umgekehrten Weg beschreiben, wie nämlich eine neue Pädagogik, Didaktik auch Veränderungstreiber für die Digitalisierung werden kann. Was sind denn nun die neuen pädagogischen Anforderungen? Sie sind eigentlich sehr gut in den österreichischen Lehrplänen beschrieben. Ich habe jetzt ein Beispiel genommen. Den ersten Satz, den halte ich für den wichtigsten, den lese ich sogar vor. Für die Nachsteuerung des Lernprozesses ist die Beobachtung des Lernfortschritts notwendig, ohne dass damit ein Notendruck verbunden sein darf. Das ist noch nicht in allen Schulen so umgesetzt. Meistens wird der Unterricht durchgeführt und dann eine Klassenarbeit geschrieben und der Prozess nachzusteuern wird häufig noch weggelassen. Das ist ein wesentlicher Punkt, auf den ich später noch genauer eingehen werde. Das andere, das sind altbekannte Forderungen, nämlich, dass die individuelle Förderung stärker hervorgehoben werden muss und das auf zwei Arten, dass man zum einen flexible Lehr- und Lernszenarien benötigt und zum Zweiten auch ein differenziertes Lernangebot. Nicht jedes Material ist für alle Schülerinnen und Schüler gleichartig geeignet. Wenn wir das von der Digitalisierung aussieht, auch hier hat das Bundesministerium Digitale Schule Aussagen getätigt, die ich für sehr bemerkenswert halte, denn alle Forderungen zu digitalen Werkzeugen beziehen sich direkt auf den Unterricht. Das heißt, es ist einmal der Werkzeugcharakter, aber auch
Neuen Möglichkeiten, individuelle Lernangebote zu gestalten, dass dadurch auch das Lernen selbstbestimmter werden kann, also nicht einfach einem Lehrervortrag folgen, sondern so wie es in dem vorigen Vortrag ja auch aufgeführt wurde, dass man selbstständig nach Informationen sucht. Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Wirksamkeit des Unterrichts auch verfolgt werden kann. Und das bezieht sich nicht nur auf die Lehrkräfte, sondern auch die Eltern können eine entsprechende Rückmeldung erhalten, was aber bedeutet, dass man, und da nehme ich wieder Bezug auf die vorige Folie, nicht einfach rückmeldet, du hast in Mathematik die Note ausreichend, sondern dass man auch genauer dokumentiert, was erreicht wurde, was nicht erreicht wurde, wo man noch nachbessern muss. Und auch noch ein schöner Punkt, der dort aufgeführt wird, dass damit auch für die Lehrkräfte selbst ein Mehrwert entsteht, dass sie nämlich gemeinsam vorbereiten können, was informationstechnisch dann bedeutet, man muss eine geschickte Cloud und eine entsprechende Datenverwaltung aufbauen. Zusammengefasst kann man sagen, es gibt Phasen, in denen Schülerinnen und Schüler unterschiedliches zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlicher Bearbeitungsdauer lernen, üben, bearbeiten. Es gibt Phasen, in denen keine Stundenziele vorgegeben werden, sondern Ziele für größere Zeitabschnitte. Das können sogar mehrere Wochen sein. Dass keine gemeinsamen, sondern individuelle Ziele zu erreichen sind. Dass gemeinsame Besprechungen um individuelle Rückmeldungen ergänzt werden. Und dass möglicherweise die zuständige Fachkraft in der Lern- und Arbeitsweise nicht anwesend ist, aber dennoch steuern und begleiten muss. Viele sagen, das führt ja zu Chaos, wenn also die Schülerinnen und Schüler ganz Unterschiedliches machen, unterschiedliche Bearbeitungszeiten haben, in unterschiedlichen Umsetzungsformen arbeiten. Und hier setzt die digitale Unterstützung ein bei der Organisation selbstständiger Lernformen, bei der Verwaltung differenzierten Lernmaterials, bei der Kommunikation zur Lernbegleitung, zur Dokumentation zur Lernberatung und zur Selbstorganisation. Auch das wurde ja im letzten Vortrag angesprochen, dass auch die Schülerinnen und Schüler Gestaltungsmöglichkeiten erhalten müssen. Und das geht auch nur mit geeigneter Unterstützung. Bevor ich aufzeige, welche Lösungen uns da eingefallen ist, möchte ich doch noch mal auf den guten Unterricht eingehen, der in der Pädagogik auch häufig wirksamer Unterricht genannt wird. Da nimmt man Bezug eigentlich auf drei Aspekte, die man Tiefenstrukturen nennt. Das ist die kognitive Aktivierung, also die Schülerinnen und Schüler tatsächlich zum aktiven Lernen zu bewegen, die konstruktive Unterstützung, also entsprechend Hilfestellung zu geben, und die Klassenführung, also Classroom Management, in dem dafür gesorgt wird, dass die effektive Lernzeit auch tatsächlich für Lernen und nicht für Ordnungsmaßnahmen, Regelungen, Klärungen, also organisatorische Art benötigt werden. Da steht nichts von Individualisierung und digitalen Medien. Das heißt, die haben per se keinen Mehrwert. Das heißt, wenn man sie falsch einsetzt, kommt auch kein besserer Unterricht heraus. Wenn man individualisiert und digitale Medien einsetzt, dann muss das den Bezug zu den tiefen Strukturen haben. Übrigens, denn die Umsetzungsform Individualisierung oder den Einsatz digitaler Medien nennt man dann die Sichtstrukturen. Dieses kann durch digitale Medien unterstützt werden. Wir haben uns als Aufgabe gestellt, das nicht punktuell zu untersuchen, sondern überlegt, was braucht man denn für den gesamten Lehr-Lern-Prozess. Er ist normalerweise gedanklich bei den Lehrkräften so gestaltet, dass wir den Bildungsplan analysieren, dann eine Unterrichtseinheit inhaltlich planen, den Materialsatz und die Arbeitsformen planen, dann eine Stundenplanung machen, dann kommt die Unterrichtsphase mit Input, Lern- und Arbeitsphasen, Kontroll- und Rückmeldephasen und eine Klassenarbeit. Dieses Modell möchte ich variieren von einem linearen Modell zu einem kontinuierlichen Lernprozess, der zunächst einmal gar nicht so anders ist wie das lineare Modell, denn es beginnt mit einer Zielsetzung. Jetzt zu Zeiten des kompetenzorientierten Unterrichts ist das Ziel natürlich, bestimmte Kompetenzen auszuarbeiten.
Man wählt sich das Material und die Arbeitsformen aus, in denen diese Kompetenzen erreicht werden sollen. Man macht einen Zeitplan. Es kommt die Lehr- und Lernphase. Und dann kommt die erste Änderung zum vorhin beschriebenen linearen Modell. Es kommt jetzt nicht die Klassenarbeit, sondern etwas, das man formative Leistungsfeststellung nennt. Das ist die Überprüfung, ob die Ziele erreicht wurden, aber nicht im Sinne von Notengebung, sondern im Sinne von, wie kann ich nachsteuern? Wie kann ich die Schülerinnen und Schüler dazu bringen, tatsächlich die Ziele zu erreichen? Es gibt es Schülerinnen und Schüler, die haben die gesetzten Ziele erreicht. Für die kann man eine Vertiefung anbieten. Es gibt welche, die sind, haben sie teilweise erreicht, sind unsicher, brauchen mehr Übungsmaterial. Es gibt für diese Schüler eine andere Materialauswahl. Es gibt Schüler, die die Kompetenzen nicht erreicht haben, weil sie möglicherweise die Erklärung nicht verstanden haben. Für die braucht man einen neuen Erklärungsansatz. Und es gibt Schülerinnen und Schüler, bei denen man feststellt, dass die Kompetenz aus ganz anderen Gründen nicht erreicht wurde. Ich war früher Mathematiklehrer und da war es ständig so, dass ich in einem Kapitel wie beispielsweise Wurzelberechnungen Schüler dabei hatten, die Aufgaben nicht lösen konnten, weil sie Bruchrechnen nicht konnten, weil sie immer, weil solche Aufgaben kommen ja immer in Kombination. Für diese Schüler braucht man dann eine weitere Zielsetzung, übe einfach weiter die Bruchrechenregeln. Das heißt, die Zielsetzungen können dann sehr individuell sein und man kommt dann in den nächsten Lernschritt. Das geht natürlich nicht unbedingt unendlich weiter, weil man ja im Laufe eines Schuljahres die verschiedensten Kompetenzen erreichen soll. Und ein Ausstieg wäre dann die summative Leistungsfeststellung. Das sind dann die Klassenarbeiten, die man aber bei ganz modernen Unterrichtsformen auch in Frage stellen kann, ob man das tatsächlich braucht. Das ist ja im Chat der letzten Session ja auch angeklungen. Solange man die formale juristische Vorgabe hat, dass Klassenarbeiten geschrieben werden müssen, kommt man natürlich nicht drumherum. Nun, was steckt jetzt im Detail dahinter? Die Zielsetzung sind Kompetenzen und überprüft wird, ob Kompetenzen erreicht wurden oder nicht. Es ist also sinnvoll, diese Kompetenzen als Grundlage für die gesamte Verwaltung zu sehen. Wir haben in Baden-Württemberg sogenannte Kompetenzraster entwickelt. Das sind Übersetzungen des Bildungsplans in eine bestimmte Darstellungsform. Ich habe Mathematik genommen, Zahl, Rechnen und so weiter. Das sind die Bereiche, die sich auch aus dem Bildungsplan ergeben. Und es gibt dann jeweils LFS, sind Lernfortschritte, in denen es dann eine Vertiefung, Erweiterung, auf jeden Fall etwas Neues gibt. Das ist ein Kompetenzraster, das über 2 Jahre geht. Es passt auf ein Blatt, aber es bedeutet natürlich, dass es oberflächlich ist. Das dient einer Übersicht, welche Kompetenzen tatsächlich erreicht wurden. Aber in Bezug auf individuelle Förderung ist es noch nicht aussagekräftig genug. Das heißt, hinter diesen einzelnen Zellen, beispielsweise ich kann mit Brüchen und Bruchzahlen umgehen, stecken sogenannte Teilkompetenzen, in denen dann sowohl mit Bezug auf individuelle Förderung, aber auch mit Bezug auf konkrete Aufgaben hinterlegen, dann ganz im Detail gearbeitet werden kann. Das System Kompetenzraster hat die größtmögliche Flexibilität. Wenn wir eine Kompetenzbeschreibung haben, zum Beispiel ich kann mit Brüchen und Bruchzahlen umgehen und sie in Teilkompetenzen unterteilen, lässt sich das, wenn sich dieses Kompetenzraster auf den Bildungsplan bezieht, durch eine zentrale alle Redaktionen erledigen. Nicht jede Schule muss dann ein Kompetenzraster erstellen. Wir in Baden-Württemberg hatten Arbeitsgruppen, die das gemacht haben. Und soweit ich informiert bin, geschieht das in Österreich auch. Diese Arbeitsgruppen können, je nachdem, ob sie den Auftrag dazu haben, auch die Kompetenzraster mit
geeigneten Lernmaterial hinterlegen. Zum Beispiel interaktive Selbsttests für die gesamte Kompetenzbeschreibung, gezieltes Material als PDF, PowerPoint, Doc, Internetseiten, Filme, Buchverweise bei den Teilkompetenzen. Wir haben das auch gemacht, aber natürlich sind wir am Landesinstitut kein Verlag gewesen. Das heißt, das konnten wir nur exemplarisch machen. Auf der anderen Seite macht das ja jede Lehrkraft sowieso. Das heißt, dieses Material, das Bezug zur Erfüllung des Bildungsplans hat, macht jede Lehrkraft selber. Also die Arbeitsblätter werden selbst erstellt oder man weiß, welche Aufgaben aus dem Schulbuch verwendet werden, sodass das Ganze natürlich in kollegialer Zusammenarbeit an der Schule aufgebaut werden kann, also sozusagen eine vorstrukturierte Cloud. Ich zeige nachher, wie sie bestückt werden kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn man diese Datenbank hat, kann man jede einzelne Aufgabe den Schülern zuweisen. Die Schüler können rückmelden, ob sie gelöst haben, ob sie Schwierigkeiten damit hatten, ob sie nicht lösen konnten. Die Lehrkräfte können überprüfen, ob die Aufgabe gelöst wurde. Und selbstverständlich kann man auch dokumentieren, ob die Kompetenz bzw. Teilkompetenz erreicht wurde. Wie sieht das jetzt in einer digitalen Umsetzung aus? Wir haben ein Programm entwickeln lassen, das den Namen DACORA bekam. Das ist die Kurzform für das Arbeiten mit Kompetenzrastern. Ich habe jetzt umgeschaltet, sehen Sie das, weil das jetzt mit einem anderen Programm gezeichnet wurde? Ich hoffe ja, mal. Ja, man sieht das. Gut, danke schön. Sie sehen an den, wir nennen es Kacheln, welche Funktionalitäten dahinter stecken. Hinter der Kachel Kompetenzen verbergen sich die Kompetenzraster, die Lernmaterialien und die Bewertungen. Hinter Lernplan versteckt sich die Verteilung der Materialien an die Schülerinnen und Schüler. Hinter Kompetenzprofil versteckt sich die Übersicht über das Erreichte. Portfolio steht für sich selbst, da werden die Materialien, die Schülerinnen und Schüler erstellt haben, gesammelt. Bei Themen ist es so, Kompetenzraster entsprechen ja nicht unbedingt konkreten Unterrichtsumsetzungen. Nehmen wir das Thema Fabeln, da werden ja die unterschiedlichsten Kompetenzen im Unterricht vermittelt. Und wir haben ein System gefunden, in dem Lehrkräfte für ihr Unterrichtsvorhaben anklicken können, welche Kompetenzen sie in ihrem Unterrichtsvorhaben umsetzen wollen. Und das wird sozusagen als Mini-Kompetenzraster gespeichert, um es dann den Schülerinnen und Schülern anbieten zu können. Berichte, dahinter verbergen sich Filterfunktionen beispielsweise, um herauszufiltern, welche Schülerinnen und Schüler haben die Kompetenzen nicht erreicht oder rückgemeldet, dass sie Schwierigkeiten mit Aufgabenstellungen haben. Ich zeige Ihnen jetzt beispielhaft einige Screenshots aus dem Programm, um aufzuzeigen, wie diese grundsätzlichen Forderungen tatsächlich umgesetzt sind. Das Programm ist für Tablets konzipiert. Das heißt also, der Bildschirm hat nur beschränkte Anzeigemöglichkeiten von der Größe her, sodass keine ganzen Raster angezeigt werden, sondern jeweils die Zellen. Wir sind hier in der Zeile Zahl beim Lernfortschritt 3, der weiterhin um ich kann mit Brüchen und Bruchzahlen umgehen geht. Und es sind dann die ganzen Teilkompetenzen unten aufgeführt. In diesem Beispiel ist noch kein Material enthalten, aber eine Lehrkraft hat im Internet gefunden, geeignetes Lernmaterial gefunden und möchte das den Schülerinnen und Schülern bereitstellen, beziehungsweise in seinen, beziehungsweise in den Schulfundus
integrieren. Man geht auf neues Material, also man ist bei der Kachel Kompetenzen, Funktionsauswahl Raster bearbeiten, neues Material. Als Material gibt man den Titel ein. Man kann eine Arbeitsanweisung geben, schau dir im Internet die Erklärung zur Darstellung von Brüchen an und bearbeite alle 5 Arbeitsblätter. Man kann einen Zeitvorschlag geben, 1:30 und dann den Link zum Internet. Man kann auch stattdessen eine Datei auswählen, das ist ein ganz gewöhnliches Arbeitsblatt in den verschiedensten, sagen wir mal, Office-Formaten. Wenn man selbstständig lernt, bietet es sich auch an, eine Lösungsdatei anzugeben. Und es gibt auch die Möglichkeit, eine Aktivität anzugeben, was mich dazu führt, ein bisschen den Hintergrund dieser Software zu erläutern. Es ist keine eigenständige Software, sondern es baut auf Moodle auf. Das heißt, man braucht ein funktionierendes Moodle, bei dem die Benutzereinrichtung und das Anlegen von Kursen eingerichtet wird und man dort jeweils einem Kurs ein Kompetenzraster zuordnet. Und dann kann man mit Dacora entweder als App oder als Web-App arbeiten. Deswegen auch die Aktivitäten, das heißt Moodle-Aktivitäten, wie zum Beispiel die interaktive Arbeitsblätter, die man da drin erstellt hat, die lassen sich auch als Material hiermit verbinden. Ein Einblick, wie man jetzt eine Aufgabe zuordnet. Es ist nun dieses eine Material im Kompetenzraster integriert. Man wählt als Funktion Material auswählen aus. Und kann dann, und jetzt ist hier natürlich nur das eine Material drin in dieser Demo-Plattform, wählt man aus und gibt diese Aufgabe in den Planungsspeicher. Jede Lehrkraft hat einen Planungsspeicher, das heißt, das ist der Sammler für die Materialien, die diese Lehrkraft für die nächste Unterrichtseinheit einsetzen möchte. Wenn man das tut, kann man in den Lernplan wechseln und man sieht, dass diese Aufgabe im Planungsspeicher nun vorhanden ist. Und diesen Planungsspeicher kann man an ausgewählte Schüler oder auch an alle Schülerinnen und Schüler verteilen. Ich gehe noch einmal zurück auf diese Darstellung. Neben den ausgewählten Aufgaben gibt es auch Termin und offenes Material. Das Programm wurde entwickelt vor den Lockdown-Zeiten und wir haben aber nachgesteuert, weil wir glauben, dass dieses Programm ein sehr gutes Instrument ist, auch für die Lockdown-Zeiten, die ja bedauerlicherweise möglicherweise auch in Österreich anstehen. Das heißt, wenn man ad hoc in die Situation kommt, Material zu verteilen, aber noch nicht mit Kompetenzrastern arbeitet, kann man unter neues Material einfach eine Datei anklicken, die man bei sich auf dem Rechner oder sonst was hat, oder, so wie ich es vorne gezeigt habe, ein Internetverweis geben und als Termin setzen. Das besprechen wir in einer Videokonferenz am so und so vielten und gibt den Link zum Videoraum ein. Man kann damit natürlich nicht mehr Kompetenzverwaltung machen, aber immerhin die Aufgabenverteilung und auch die Lösungseinreichungsverwaltung digital umsetzen. Terminplaner. Ich bin wieder in dem Planungsspeicher und ich möchte jetzt nicht diese Datei den Schülerinnen und Schülern zur freien Verplanung geben, sondern gezielt sagen, das macht ihr am Freitag. Dann schiebt man das auf den Freitag und die
Der Zeitvorschlag wird hier auch übernommen, kann aber variiert werden, indem man unten das Häkchen packt und dann die Zeiten vergrößert oder verkleinert. Rückmeldung der Lernenden. Die Lernenden können, wenn sie auf die Aufgabe klicken, sei es im Planungsspeicher, sei es im Wochenplan, sehen die Aufgabenstellung und können Rückmeldung geben. Sie können beispielsweise eine Lösungsdatei abgeben. Sie können aber auch hineinschreiben, habe ich gemacht, steht im Heft. Sie können das auch fotografieren und als Datei abgeben. Sie können auch hineinschreiben, ich kam damit überhaupt nicht zurecht. Wichtig ist dabei auch eine Selbsteinschätzung zu geben, im Sinne von, ist mir leicht gefallen, habe Hilfe gebraucht, habe sie überhaupt nicht lösen können. Und das meldet man der Lehrkraft zurück. Übrigens auch noch ein Punkt, dass das selbstständige Lernen erleichtert. Bei jeder Aufgabe, die im Kompetenzraster verbunden ist, ist zu erkennen, wofür diese Aufgabe steht. Wenn also Schülerinnen und Schüler danach suchen, ob sie mehr Übungsmaterial oder eine andere Einführung benötigen, können sie hier draufklicken und werden automatisch mit den zusätzlichen Lernmaterialien verbunden und können selbstständig weiterlernen. Eine Lehrkraft, wenn sie auf diese Aufgabe klickt, sieht die Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler, kann beispielsweise die Lösungsdatei zurückmelden oder eine individuell gestaltete Datei, kann eine Bewertung abgeben. Diese Bewertung mit 011 ist eine Codierung, die ich für dieses Demosystem eingerichtet habe. Es gibt eine Langfassung, nicht erreicht, teilweise erreicht, überwiegend erreicht, vollständig erreicht. Das sind Einstellungen, die man an der Schule selber vornehmen kann. Wichtig ist, dass man die Aufgabenbearbeitung und die Kompetenzerreichung getrennt rückmeldet. Denn nicht mit jeder Aufgabenbearbeitung ist auch schon gesichert eine Kompetenz erreicht. Umgekehrt kann man auch eine Kompetenz dokumentieren, ohne eine bestimmte Aufgabe gelöst zu haben, weil man ja durch vielfältige Art und Weise eine Kompetenzerreichung feststellen kann. Dann möchte ich noch die Kompetenzdokumentation ansprechen. Wenn man wieder auf Kompetenzraster geht, kann man bei der Funktionsauswahl Schüler bewerten, jeweils die Kompetenzen und Teilkompetenzen bewerten. Man sieht dann auch die Eintragung der Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler, also die Selbstbewertung. Und bei der Kompetenzübersicht sieht man dann, welche Kompetenzen tatsächlich erreicht wurden, beziehungsweise auch nicht erreicht wurden. Die anderen wurden eben in diesem Fall noch nicht bearbeitet. Ich gehe hier noch einmal zurück. Wir haben natürlich sehr viele Teilkompetenzen. Es ist nicht daran gedacht, dass eine Lehrkraft nun jede einzelne Teilkompetenz bei jedem einzelnen Schüler bewertet. Das wäre dann zu viel der Dokumentation, aber es ist ja wie im normalen Unterricht auch. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die man gesichert selbstständig arbeiten lassen kann. Es gibt welche, die muss man stärker unter Beobachtung haben. Und genau so würde ich hier auch verfahren. Wichtig ist jedoch für die Kompetenzübersicht, dass die alleroberste Ebene, also der Zelleneintrag an sich, eine entsprechende Rückmeldung enthält, denn sonst kommt man nicht auf diese Übersichten über erreichte und nicht erreichte Kompetenzen, bei denen es dann auch noch statistische Details gibt. Herr Bayer, die letzte Folie, die jetzt hiermit endet, mit weiteren Informationen, die abrufbar sind und an wen man sich wenden kann. Und damit wäre ich mit meinem Vortrag fertig. Super, hat also sehr gut geklappt. Vielen Dank, Herr Bayer. Und da gibt es schon ein paar spannende Informationen. Die eine Information ist, dass diese App, die hier entwickelt worden ist, eine Open-Source-basierte App ist. Und eigentlich
die Fragestellung lautet, ich kann ja da sozusagen Materialien verknüpfen, Aufgabenstellungen verknüpfen, H5B-Objekte, Websites, die eine gewisse Dynamik haben und diese dann letztendlich auch Schülern verfügbar machen. Wir haben diese Systematik übernommen. Sie haben vorher einleitend bemerkt, dass Sie informiert sind, dass auch in Österreich sowas stattfindet. Das Tool Komet, das eigentlich Ihr Kind ist sozusagen, das wurde bereits jetzt so verankert in Österreich, dass die Lehrpläne mit diesen Kompetenzrastern versehen dort aufbereitet werden und mit Schnittstellen in unterschiedliche Plattformen reichen, die dann dort mit weiteren Inhalten angereichert werden. Vielleicht eine kurze Frage nur. Sie haben das jetzt dargestellt, bezogen auf Steuerungsmöglichkeit im Unterricht. Wie würden Sie das gewichten, bezogen auf eher lehrerzentriert oder schülerzentriert oder die Kombination, wie diese Software zu sehen ist? Wir haben uns um größtmögliche Flexibilität bemüht. Ich habe Ihnen eigentlich die höchste Stufe vorgestellt, die jetzt nicht sofort von Schulen umgesetzt wird, es sei denn, sie sind schon auf dem entsprechenden pädagogischen Weg. Die meisten Schulen werden sich da erst hineinarbeiten. Wir wollten aber kein Instrument entwickeln, das nur für Spezialisten und einen kleinen Teil der Schulen geeignet sein soll. Das heißt, das Instrument ist ja schon alleine durch die Möglichkeit, eine Schulcloud auf Basis des Bildungsplans aufzubauen, nutzbar. Es ist auch nutzbar, anstelle eines Notenbuchs die Kompetenzen zu verwalten, ohne dass Schülerinnen und Schüler darauf zugehen. Und in der höchsten Stufe gehen auch Schülerinnen und Schüler darauf, um ihr eigenes Lernen zu gestalten. Alles das ist bausteinartig mit diesem Programm umzusetzen. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Aussagen. Vielleicht eine Frage, auf die ich noch eingehen möchte, von Herrn Strasser: Kann man mit DACORA auch Projekte, die meist über mehrere Wochen gehen, umsetzen? Das habe ich nämlich in meinem Vortrag nicht gesagt, dass man mit über Moodle auch eigene Kompetenzraster erstellen kann, die genauso in DACORA umsetzbar sind. Das heißt, man kann selbstverständlich dann auch eigenes umsetzen. Ja, danke und somit natürlich auch Projekte über einen längeren Zeitraum und was sich jetzt sehr gut anbietet, ist die Überleitung zu Herrn